Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Informationsveranstaltung Pensionierung. So tue ich mich optimal darauf vorbereiten. Die Veranstaltung machen wir in Zusammenarbeit mit der Klientin Sentlibucher Bank und der Gewerbetreuhand. Das letzte Jahr haben wir das müssen kurzfristig absagen. Ihr wisst wieso. Und aus diesem Grund haben wir uns heuer für ein Online-Format entschieden und machen das per Tool Webex. Dass wir nicht ganz aufs Apro verzichten müssen, habt ihr ein Päckchen bekommen. Zu dem später. Ich freue mich, heute 76 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu begrüßen und danke jetzt schon herzlich für das Interesse und für das Teilnehmen. Die beiden Referate werden durch Frau Maria Kurme und durch Frau Carol Müller geführt. Wir haben einmal mehr zwei kompetente Referentinnen gefunden, die uns optimal über das Thema Pensionierung werden informieren. Während der Veranstaltung könnt ihr über die Fragebox Fragen stellen und die werden im Hintergrund ebenfalls durch Profis gerade beantwortet. Jetzt freue ich mich sehr auf eine spannende Stunde und wünsche euch viel Vergnügen und übergebe das Wort an Maria Kurme. Herzlich willkommen zum Referat Vorsorge, wie ich mich optimal vorbereite. Unser Vorsorgesystem basiert auf dem Drei-Säulen-Konzept, das auch so in der Bundesverfassung verankert ist. Wir haben die erste Säule, die die Existenz sichern soll. Darin haben wir die AHV, die IV, EO, die ALV. Darin ist auch unser Krankenversicherungsgesetz und die Ergänzungsleistungen. Die erste Säule die setzt zusammen mit der zweiten Säule etwa 60-70% von unserem Lebensunterhalt decken oder etwa 60-70% von dem, was wir vorher verdient haben, abdecken. In der zweiten Säule, die ebenfalls obligatorisch ist, ist die Pensionskasse drin und die obligatorische Unfallversicherung. Weiter haben wir eine dritte Säule, die ist freiwillig. Die freiwillige dritte Säule 3b, die nicht steuerbegünstigt ist, und die Säule 3a, wo sie Beiträge, die sie einzahlen können, vom steuerbaren Einkommen abziehen. Jetzt gehen wir die eine nach der anderen Säule durch und auf wichtige Punkte hinweisen. Das Programm sieht folgendermaßen aus. Zuerst gehen wir schauen, wie die AHV-Rente berechnet wird, auf was wir dort schauen, was wichtig ist. Wie passiert das sogenannte Splitting? Wir können die AHV vorbeziehen, wir könnten sie aber auch aufschieben. Dann schauen wir an, was passiert, wenn wir ja im Rentenalter noch arbeiten. Und es gibt auch Empfehlungen, ab nachher, was wichtig ist für die erste Säule, an was man speziell bei der AHV muss denken. Dann gehen wir zu der zweiten Säule, Pensionskasse. Dort ist eine wichtige Frage immer, soll ich Rente oder soll ich Kapital nehmen? Dann kann man Geld aus der zweiten Säule nehmen für Wohneigentum. Man kann einen Vorbezug machen. Wie funktioniert das? Dann, was passiert bei einer Scheidung mit dem Vorsorgeguthaben? Oder wie funktioniert ein Einkauf in die Pensionskasse? Dann gehen wir weiter zu der privaten Vorsorge. Hier schauen wir vor allem die Säule 3 anschauen, eben die steuerbegünstigte Vorsorge. Wichtige Punkte, steuerliche Aspekte werden angesprochen. Und am Schluss machen wir noch einen Ausblick auf die AHV- und BVG-Reform, die ansteht. Und auch hier gibt es noch mal Empfehlungen. Gut, was ist so wichtig, wenn wir uns darüber unterhalten? An was müssen wir denken? Wir möchten ja wissen, reicht unser Geld aus der AHV und aus der Pensionskasse und das, was wir angespart haben, zum Leben. Wie könnte ich allenfalls jetzt noch meine Situation verbessern? Und auf was muss ich vor allem schauen bei den Steuern? Fangen wir, wie angekündigt, mit der ersten Säule an, mit der AHV.
Ehemann und Ehefrau erhalten eine eigene Rente. Das war nicht immer so. Ganz früher ist einfach die Rente aufs Konto des Mannes gezahlt worden. Das ist zum Glück schon lange nicht mehr so. Zusammen kommt ein Ehepaar Maximum 150% von der maximalen Einzelrenten über. Ein Ehepaar kommt also nicht zwei maximale Renten über, sondern die Ehepaarrente ist bei 150% plafoniert. Das ist jetzt gerade Gegenstand der Beratung im Parlament, ob man die 150% soll auf 155% tun. Grundlage der AHV-Rente ist das Einkommen, das man vor der Ehe eingezahlt hat und das Einkommen, das man während der Ehe einzahlt. Allerdings ist es so, dass das, was man während der Ehe einzahlt, gegenseitig je 50% im anderen Ehepartner aufs Konto gutgeschrieben wird. Das sogenannte Splitting. Und zwar ist das folgendermaßen: Wir haben hier eine Grafik. Wenn man noch nicht geheiratet ist, geht 100% von seinem Einkommen aufs AHV-Konto. Während der Ehejahr werden die ganzen Ehejahre gesplittet. Und zusätzlich zu dem Einkommen gibt es auch noch Erziehungs- und Betreuungsgutschriften. Erziehungsgutschriften gibt es für Kinder. Wenn man die gemeinsam grossziehen, werden die Erziehungsgutschriften je hälftig einem aufs zusätzliche Einkommen bei der AHV darauf gerechnet, damit dann das die Rente lüpfen. Die Erziehungsgutschriften sind aktuell 21'510 Franken pro Ehepartner. Also ein rechter Betrag, der einem das Einkommen noch lüpfen. Wie ich schon gesagt habe, wenn man Kind gemeinsam ziehen, wird das aufgeteilt, man kommt je 50% über. Jetzt, wenn man nicht geraten ist, im Konkubinatkind hat, dann muss man das mitteilen, wie man die Erziehungsgutschriften gut geschrieben haben. Wenn man nichts mitteilen, ist es so, dass die automatisch in der Mutter des Kindes gut geschrieben werden. Dann gibt es Erziehungsgutschriften von dort weg, wo das erste Kind auf die Welt kommt, bis das jüngste 16 Jahre alt ist. Das heisst, wenn man das Kind relativ weit auseinander hat, hat man länger Erziehungsgutschriften. Neben den Erziehungsgutschriften können die AHV auch noch Betreuungsgutschriften. Betreuungsgutschriften kann man dann geltend machen, wenn man Verwandte betreuen, pflegen. Das ist der gleiche Betrag wie bei den Erziehungsgutschriften. Es sind rund 21'510. Oder eben, wenn eine Person allein das macht, 43'020 Franken pro Jahr, die einem zusätzlich aufs AHV-Konto gutgeschrieben werden. Der Gedanke dahinter ist der, dass wenn man sich um Angehörige kümmern und vielleicht auch wegen dem muss sein Arbeitspensum reduzieren, wird man quasi so entschädigt, dass man mal später im Alter wegen dieser Betreuung nicht schlechtere Rente hat. Wenn jetzt jemand von Ihnen denkt, oh, das habe ich ja auch gemacht und ich habe die Betreuungsgutschriften nie angemeldet, das kann man also rückwirkend auf 5 Jahre zurück, kann man noch Betreuungsgutschriften bei der AHV geltend machen. Jetzt, wie hoch sind denn die AHV-Renten? Die maximale AHV-Rente, sie ist gerade erhöht worden, anfangs von dem Jahr, ist 2'390 Franken pro Monat, die minimale 1'195 und jetzt sehen Sie, die plafonierte Ehepaarrente, die ist eben 3'585. Dann kann man eine AHV-Rente vorbeziehen. Sie hat die Möglichkeit, die AHV-Rente 1 Jahr oder 2 Jahre vorzubeziehen. Bei einem Vorbezug von einem Jahr gibt es 6,8% Kürzung und zwar lebenslang. Oder bei 2 Jahren Vorbezug gibt es 13,6% Kürzung. Und die Kürzung ist nur für ganze Jahre möglich. Also man kann nicht sagen, ich nehme jetzt ein halbes Jahr zum Voraus, sondern man hat 1 oder 2 Jahre, wo man vorbeziehen kann. Wenn man die AHV-Rente vorbeziehen, schuldet man aber gleich noch AHV-Beiträge, bis man das ordentliche Rentenalter erreicht hätte. Die sogenannten nichterwerbstätigen Beiträge, wenn man kein Einkommen mehr hat, das ist mindestens 503 Franken, geht aber auf bis auf 25'150 Franken pro Jahr und versicherte Person. Berechnet werden die vom Renteneinkommen, das man allenfalls schon hat, das wird mit 20 multipliziert, plus das Reinvermögen
gemäss Steuererklärung. Und da gibt es eine Tabelle, wo man kann ablesen kann, wie viele Beiträge dass man zahlen muss. Also bei einem Vermögen von etwa 8,5 Millionen erreicht man dort die 25.150 Franken. Und obendrauf ist es noch gedeckelt, weiter rauf gehen die Beiträge nicht mehr. Jetzt haben wir gesehen, man kann die AHV-Rente vorbeziehen, man könnte sie aber auch aufschieben. Man kann sie bis zu 5 Jahre aufschieben und dann kommt man einen Zuschlag über. Der Zuschlag ist zwischen 5,2 und 31,5%. Die Dauer des Aufschubs muss man nicht festlegen, in dem Moment, wo man das anmeldet. Man muss aber mindestens ein Jahr aufschieben, wenn man das macht. Und von dort weg hat man jeden Monat die Möglichkeit, seine Rente abzurufen. In der Praxis ist es so, dass es nicht sehr viele Leute machen. Es kann jemandem als Thema sein, wenn jemand sonst schon sehr ein höchst steuerbares Einkommen hat. Und man sagt, von der Steuerprogression her würde sich das jetzt wahrscheinlich lohnen, wenn nicht noch die AHV-Rente auch noch darauf kommt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, man hat das Leben lang in das System eingezahlt und dann finde ich, das ist meine persönliche Meinung, würde ich die Rente glaube ich, beziehen, wenn ich dann endlich die 64 oder 65 Jahre erreicht habe. Dann gibt es auch Leute, die noch arbeiten nach der Pensionierung und noch ein Einkommen haben. Dort haben wir einen sogenannten Freibetrag im Rentenalter. Und zwar ist der 1400 Franken pro Monat. Beziehungsweise, wenn die Erwerbstätigkeit das ganze Jahr dauert, 16.800 Franken im Jahr. Also wenn sie arbeiten noch, als Mann noch 65, als Frau im Moment noch 64 und man hat zum Beispiel 2000 Franken Einkommen, dann ist es so, dass man nur auf 600 Franken, also müsste die AHV abrechnen. Was einfach ist, alles das, was man nach dem ordentlichen Rentenalter verdient, wird einem nicht mehr angerechnet an die künftige Rentenberechnung. Also wenn man noch so viel einzahlt nach der Pensionierung, das ist eigentlich dann alles im Moment für die anderen Versicherten. Unsere Empfehlung, was die erste Säule angeht, ist, stellen Sie sich einmal vor der Pensionierung oder heute einen IK-Auszug bestellen. Und zwar ist das ein Auszug aus Ihrem persönlichen individuellen Konto bei der AHV. Die kann man kostenlos bestellen über www.ahv.ch. Und dann kann man schauen, was man seit dem 18. Altersjahr dort eingezahlt hat. Jetzt denken Sie vielleicht, ja, das wird ja wohl stimmen, was die rechnen. Es stimmt eben nicht immer. Man muss sich vorstellen, früher sind alle die Einträge für Tausende von Leuten manuell gemacht worden, zum Teil heute noch. Und wir treffen sie in der Praxis immer wieder an, dass zum Teil einfach die Auszüge nicht ganz stimmen, dass es Lücken drin hat. Es kann auch sein, dass ein Arbeitgeber vielleicht nicht abgerechnet hat. Und da ist es ganz wichtig, dass man das so prüfen, bevor man dann eine Rentenverfügung bekommt. Und Lücken kann man rückwirkend auf 5 Jahre zurück, kann man die noch schliessen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, warum man es anschauen. Also da meine Empfehlung, tun Sie sich einmal so einen Einkauf bestellen und schauen Sie mal, ist der wirklich vollständig, haben Sie keine Lücken. Das so zu der ersten Säule. Jetzt kommen wir zu der zweiten Säule, zu der Pensionskasse. Nach BVG, also nach gesetzlichem Obligatorium, haben wir einen maximalen versicherten Lohn bei der AHV, also einen AHV-Lohn, den der Arbeitgeber muss versichern von 86.040 Franken. Dort geht der sogenannte Koordinationsabzug weg. Von 25.095. Das heisst, wenn Sie eine Pensionskasse haben, die nur genau nach Obligatorium versichert ist, dann haben Sie Maximum 60.945 Franken versichert. Es steht natürlich jedem Arbeitgeber frei, auch mehr zu versichern. Und etwa 2/3 der Arbeitgeber heute tun mehr als das Obligatorium abdecken. Warum geht der Koordinationsabzug weg? Das ist der Teil, wo man davon ausgeht, dass der bereits aus der ersten Säule gezahlt wird, also aus der AHV. Und darum hat man mal festgelegt, dass man den nicht auch noch zusätzlich in der Pensionskasse versichern muss. Die Sparbeiträge die sind gestaffelt nach Alter. Zwischen 25 und 34 spart man 7%, nachher die nächsten 10 Jahre 10%, dann von 54 bis 55 15% und von 55 bis 65 18% immer von dem versicherten Lohn.
Eine ganz wichtige Entscheidung ist, ob man jetzt aus dieser Pensionskasse Rente oder Kapital nehmen soll. Wenn Sie sich schon ein bisschen mit Ihrer Vorsorge befasst haben oder mit der Pensionierung, haben Sie sich sicher auch schon mit diesem Thema umgeschlagen. Es gibt kein richtig oder falsch, es gibt kein Rezept. Es muss für jede Person individuell stimmen. Es gibt aber ein paar Leitplanken oder ein paar Merkpunkte, wo man sagen kann, hier wäre es angezeigt, Rente oder Kapital. Argument für einen Rentenbezug ist, eine Rente ist immer das Leben lang garantiert. Man hat ein regelmässiges Einkommen. Wenn man weiss, man hat eine gute Gesundheit und eine hohe Lebenserwartung, dann würde man vielleicht eher eine Rente nehmen. Also wenn wir alle wüssten, dass wir das höhere Alter erreichen dürfen, dann würden wir wahrscheinlich eine Rente aus den Pensionskassen rausnehmen. Ich habe kürzlich mit meinem Nachbarn geredet. Der ist allein, hat erwachsene Kinder und hat mir gesagt, er hätte einen Rentenbezug gemacht. Und da habe ich ihm gesagt, ja, aber wenn du jetzt morgen stirbst, ist das ganze Kapital weg. Dann hat er gesagt, weisst, meine Mutter ist jetzt gerade gestorben, die war fast 107-jährig und mein Vater ist mit 95 gestorben und ich gehe davon aus, dass ich auch sehr alt werde und darum habe ich jetzt die Rente genommen. Ein weiterer Grund, warum man die Rente nimmt, könnte sein, man hat keine Erfahrung in Geldanlagen und man will nicht noch müssen, wenn man älter ist, sich mit der Kapitalanlage umschlagen. Dann kann der Altersunterschied von der Ehegatten auch noch eine Rolle spielen. Es ist ja so, wenn der Partner, der eine Rente bezieht, verstirbt, kommt nachher der überlebende Ehepartner auch wieder das Leben lang eine Rente über. Allerdings nur noch 60%. Aber wenn die Ehepaar, wenn jetzt zum Beispiel der Mann früher in Pension geht und die Frau vielleicht 10 Jahre jünger ist, dann kann es durchaus sein, dass es sinnvoll ist, dass man eine Rente nimmt oder sicher ein Teil vielleicht wird in Rentenform beziehen. Dann Argumente für einen Kapitalbezug sprechen, ist natürlich, man kann flexibler über das Geld verfügen. Man hat Erfahrung in Geldanlage und traut sich das auch zu. Und vielleicht, wir machen ja den Anlass auch hier mit der Entlebucher Bank, haben sie, oder nicht nur vielleicht, sondern sie haben sicher einen guten Berater, den sie dort unterstützen in der Geldanlage. Vielleicht wissen sie auch, dass ihr Gesundheitszustand nicht ganz optimal ist, dass sie vielleicht vorbelastet sind und dann gehen sie vielleicht auch eher auf einen Kapitalbezug. Oder beide Ehepartner, wenn sie verheiratet sind, sind ungefähr gleich alt. Vielleicht hat man ein schönes Kapital in der Pensionskasse drin und sagt, ja, ich würde gerne meine Kinder noch ein bisschen unterstützen. Etwa die Hälfte des Kapitals haben wir Schweizer in der Pensionskasse drin. Vielleicht muss man auch Hypothek amortisieren mit dem Geld. Oder man ist eben ledig und ohne Konkubinatspartner und dann wäre es wahrscheinlich eher angezeigt, wir würden das Kapital rausnehmen. Aber wie gesagt, es gibt nicht einfach ein Rezept für richtig und falsch, es muss für jeden stimmen. Entscheidend ist einfach, man macht das, die Entscheidung macht man einmal. Und dann trägt man die nachher die nächsten 20, 25 Jahre mit. Und darum ist es gut, wenn man sich die Entscheidung über Rente oder Kapital oder in vielen Fällen ist so ein Teilkapitalbezug gut zu überlegen. Und dann ist auch noch entscheidend, was Ihr Pensionskassenreglement vorsieht. Man kann nicht bei jeder Pensionskasse das ganze Kapital rausnehmen. Dann kommen wir zum sogenannten Umwandlungssatz. Der Umwandlungssatz ist schon der Satz, wo das Kapital dort in eine lebenslange Rente umwandelt. Im Moment ist der noch bei 6,8%. Das heisst, wenn ich 100'000 Franken in der Pensionskasse habe, wird das umgewandelt in eine Rente und ich komme noch ein Leben lang 6'800 Franken über pro Jahr. Der Umwandlungssatz basiert darauf, dass wir nach der Pensionierung noch 14,7 Jahre leben würden. Das heisst, also knapp mit 80. Und weil wir ja alle inzwischen älter werden, oder die meisten als 80, die Männer etwa 84, die Frauen knapp 87, weiss man heute, dass der Umwandlungssatz zu hoch ist und dass der unbedingt müsste runter. In der Vorlage, die man verworfen hat, die Rentenreform 2020, wollte man den Umwandlungssatz auf 6% absenken, was aber eigentlich immer noch zu hoch ist.
Das ist im überobligatorischen Teil. Dort gibt der Gesetzgeber vor, welchen Umwandlungssatz als gültig. Im überobligatorischen Teil kann die Vorsorgerichtung Pensionskasse selber bestimmen, mit was für einem Umwandlungssatz dass sie rechnen will. Und hier sehen wir Umwandlungssätze von 4,5 bis irgendwie 5,7% aktuell in der Praxis. Wie ich das vorhin schon gesagt habe, ist es in vielen Fällen die ideale Lösung, wenn man eben einen Teil Kapitalbezug macht. Man hat einen flexiblen Teil, wo man frei darüber verfügen kann, und man hat gleich einen Teil, der laufend, regelmässig Einkommen hineinkommt. Auch steuertechnisch kann es sehr interessant sein, eben einen Teil in Kapitalform zu nehmen. Man muss immer das PK-Reglement beachten. Was überhaupt das PK-Reglement zulässt an Kapitalbezug, mindestens ein Viertel vom gesamten Kapital muss man aber nach Gesetz können beziehen. Gut, dann kann es ja sein, dass man sagt, ja, für mich wäre vielleicht ja eine Teilpensionierung die richtige Lösung. Ich will nicht gerade auf einen Klapp 100% aufhören zu arbeiten, sondern ich will vielleicht in eine Teilpensionierung gehen. Je nach Reglement ist das meistens ab Alter 58 möglich. Man muss aber mindestens den Erwerb um 20%, in diesem Reglement sogar 30% einschränken. Also man muss das Pensum reduzieren und man darf auch nicht mehr gleich viel verdienen. Und dann darf man schon einen Teil in Kapitalform beziehen. Also das könnte zum Beispiel bedeuten, dass ich sage, mit 63 tue ich mal 20% das Pensum reduzieren, nehme 20% von meinem Kapital. Mit 64 nehme ich nochmal 20% vom Kapital und nochmals das Pensum reduzieren. Und mit 65 nehme ich die restlichen 60% noch in Rentenform. Das wäre möglich. Der Gesetzgeber lässt 3 mögliche Kapitalbezüge zu. Und es ist natürlich so, je höher das Kapital ist, desto höher ist die Besteuerung. Und darum könnte so eine Lösung auch aus steuerlichen Überlegungen ganz interessant sein. Dann haben wir die Möglichkeit, dass wir zwar in eine Teilpensionierung gehen, nach Artikel 33a BVG, aber dass wir gleich 100% vom Lohn weiterversichern. Wir dürfen das Pensum und den Lohn um maximal 50% reduzieren und dann lässt das Gesetz zu, dass wir gleich weiterhin 100% vom Lohn versichern. Das heisst, wir haben dann schon etwas mehr Freizeit, haben aber nicht irgendwie das Problem, dass wir durch die Pensumsreduktion nachher eine Lücke in der Vorsorge haben. Also kein Einbuss im Alterskapital. Und was hier natürlich interessant ist, die Abzüge hat man dann immer noch auf 100% vom Lohn. Die Abzüge die kann man steuerlich geltend machen und hat das nochmal einen zusätzlichen Steuervorteil. Also die Beiträge kann man nach wie vor vom Einkommen abziehen. Dann gibt es aber Leute, die sagen, oh nein, ich will ja auf keinen Fall in die Frühpension gehen, ich will lieber noch weiter arbeiten, auch das ist möglich. Nach dem Artikel 33b BVG kann man bis Maximum 70 seine Pensionskasse weiterführen. Auch da muss man immer gut schauen, was das PK-Reglement vorsieht, aber die meisten Reglemente sehen das heute vor, dass man notlos weiterversichern kann, wenn man das wünscht und auch noch am 65. Altersjahr noch kann in die Pensionskasse einzahlen. Das waren so die Möglichkeiten von Frühpension, Teilpension. Jetzt hat unser Vorsorgegeld ja, haben wir noch andere Möglichkeiten. Wir könnten auch Geld aus den zweiten Säulen rausnehmen für Wohneigentumsförderung. Ein Vorbezug für ein Eigenheim zu bauen zum Beispiel, oder zu amortisieren ist bis 3 Jahre vor der ordentlichen Pension möglich. Es ist nur möglich für dauernd selbstgenutztes Wohneigentum. Also man kann mit dem nicht ein Ferienhaus zum Beispiel finanzieren, sondern man muss dauernd selber dort drinnen wohnen. Dann muss man mindestens 20'000 Franken aufs Mal nehmen. Man kann das nur alle 5 Jahre machen. Und wenn man verheiratet ist, dann ist es so, dass der Ehepartner dem Vorbezug zustimmen muss. Dann gibt es einen Eintrag im Grundbuch. Das ist eine sogenannte Veräusserungsbeschränkung. Wenn man vor der Pensionierung
das Eigenheim wieder verkaufen würde, dann müsste man das Geld, das man vorbezogen hat, wieder in die Pensionskasse einzahlen. Der Nachteil von so einer Lösung ist natürlich, dass das Alterskapital geschmälert wird. Also man hat dann, das muss man sich bewusst sein, weniger Geld in der Pensionskasse, wenn man Geld für ein Eigenheim dort bezieht. Anstelle des Vorbezugs könnte man auch sein Vorsorgegeld verpfänden. In diesem Fall würde natürlich das Alterskapital erhalten bleiben. Und das Vorsorgegeld ist einfach eine Sicherheit für die Bank. Meistens ist es dann aber so, dass die Bank bei so einem Fall höhere Amortisationen ansetzen, weil man dann eben will, dass alle Vorsorgegelder bei der Pension wieder frei sind. Denn was passiert bei der Scheidung mit dem Vorsorgeguthaben? Es ist so, dass alles das Kapital, das man während der Ehedauer angespart hat, je hälftig geteilt werden muss. Und wenn man jetzt durch eine Scheidung eine Lücke hat in der Vorsorge, bedeutet das, dass man die nachher wieder schliessen könnte. Man könnte das zusätzlich die Lücke wieder einkaufen und könnte diese Einkäufe wiederum steuerbegünstigt geltend machen. Seit dem 01.01.2017 ist es so, dass die Teilung mit der Einleitung des Scheidungsverfahrens vollzogen werden muss. Früher war es so, dass erst bei der effektiven Scheidung das Kapital geteilt wurde. Und dann hat sich manchmal die Scheidung herausgezogen. Heute ist es so, dass es bereits mit der Einleitung der Scheidung geteilt wird. Der ganz wichtige Punkt ist die Begünstigung im Todesfall. Wer kommt jetzt das Geld über, wenn der Versicherte verstirbt? An erster Stelle steht natürlich immer der Ehepartner oder, wenn kein Ehepartner rum ist, die minderjährigen Kinder. Kinder, für die, wo der Verstorbene für den Unterhalt aufgekommen ist. Also Punkt 1, überlebende Ehegatten, Punkt 2, Kind. Das sind Bestimmungen, die das Gesetz zwingend so vorsieht. Dann gibt es aber noch den Punkt 3. Ab Punkt 3 kann man, wenn das Pensionskasse so vorsieht, andere Begünstigte einsetzen. Das kann jetzt zum Beispiel eben der Lebenspartner sein, Personen, die man in erheblichem Mass unterstützt hat, wo man mindestens 5 Jahre gemeinsam eine Lebensgemeinschaft geführt hat. Und erst dann würden dann die erwachsenen Kinder kommen und die übrigen gesetzlichen Erben. Wenn Sie Ihren Konkubinatspartner begünstigen wollen, dann ist es wichtig, dass Sie zu Lebzeiten eine schriftliche Begünstigungsverordnung machen und die bei Ihrer Pensionskasse einreichen. Ohne Begünstigung wird der Konkubinatspartner kein Geld bekommen im Todesfall. Wenn Sie Lücken schließen in der Pensionskasse, können Sie das mit einem Einkauf machen. Die Lücken sind meistens auf dem Vorsorgeausweis ersichtlich. Und Sie können die Einkäufe, die Sie möchten, vom steuerbaren Einkommen abziehen. Es erhöht Ihnen das Altersguthaben. Und wenn Sie die Einkäufe auf mehrere Jahre verteilen, dann können Sie auch über mehrere Jahre die Steuerprogression berechnen und so einen Haufen Steuern sparen. Ganz wichtig, wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, dass Sie den Kapital- oder Teilkapitalbezug machen wollen, dann ist es so, dass Sie eine Sperrfrist von 3 Jahren haben, seit dem letzten Einkauf. Also wenn Sie eingekauft haben, ist noch das gesamte Kapital gesperrt. Nicht nur der Teil, den Sie eingekauft haben, ist gesperrt, sondern alles ist gesperrt. Wenn Sie einen Rentenbezug machen wollen, dann dürfen Sie bis kurz vor dem 65. Altersjahr einkaufen. Dann haben wir keine Sperrfristen. Wir begleiten in der Praxis viele so Pensionskasseneinkäufe und da haben wir jetzt ganz wichtige Punkte, die wir beachten müssen, bevor wir einen Einkauf machen. Zuerst müssen wir mal schauen, sind einmal WEF-Vorbezüge, also Vorbezüge für Wohneigentum, gemacht worden. Wenn das der Fall ist, müssten die zuerst zurückgezahlt werden, bevor man steuerbegünstigt einkaufen kann. Denn wenn Sie mal selbstständiger werden sind und vielleicht eine sogenannte grosse Säule 3a haben, dann ist es möglich, dass Sie einen Teil von Ihrem Säule 3a-Guthaben müssen, bei den Lücken anrechnen lassen. Aber ganz wichtig ist, dass Sie schauen, ist meine Pensionskasse gesund? Was hat die für einen Deckungsgrad? Der Deckungsgrad sagt darüber aus, ob alle Kapitalleistungen,
und alle Rentenverpflichtungen gedeckt sind. Das heisst, wenn alle Versicherten gleichzeitig würden sterben, invalid werden oder in Pension gehen, müsste die Pensionskasse alles zu 100% decken können. Und darum ist wichtig, dass wir zuerst schauen, ob die Pensionskasse auch wirklich einen Deckungsgrad über 100%, bevor wir dort Geld einlegt. Dann ist sicher auch ein wichtiger Punkt die Verzinsung. Was verzinst die Pensionskasse überhaupt? Und ganz wichtig, dass man abklärt, was passiert mit meinen Einkäufen im Todesfall. Wenn die versicherte Person vor der Pensionierung verstirbt, ist es zwingend zu schauen, dass das sogenannte volle Rückgewähr versichert ist. Das heisst, das ganze Kapital, das man eingekauft hat, in einem Todesfall vor Pensionierung, auch wirklich wieder ausgezahlt wird. Wenn der Rückgewähr nicht versichert ist, dann kann es passieren, dass das gesamte Kapital, das man eingekauft hat, einfach bei der Pensionskasse bleibt. Im zweitbesten Fall wird es angerechnet an hinterlassene Rente, das heisst, Ehegatten- und Kinderrente würden durch das erhöht. Und im besten Fall wäre es eben so, dass der volle Einkauf separat bei einem Todesfall wieder als Kapital ausgezahlt wird. Also unbedingt schauen, ob der Rückgewähr versichert ist, bevor man hier einen Einkauf macht. Jetzt haben wir viel von Einkauf geredet. Es gibt noch einen Einkauf, den wir noch nicht angesprochen haben. Und zwar ist das Einkaufslücke bei Frühpension. Wenn Sie jetzt sagen, gut, ich möchte gerne mit 62 in Pension gehen, aber dann habe ich ja 3 Jahre, wo ich nicht mehr sparen kann in der Pensionskasse, dann haben Sie die Möglichkeit, die 3 Jahre von Ihrer Frühpension so quasi vor einzukaufen. Man muss aber dann wirklich auch die Frühpension realisieren und dann auch wirklich mit 62, wenn man das so eingekauft hat, in Pension gehen. Und sonst kann es passieren, wenn man dann weiterarbeitet, dass man übermässig viel Kapital in seiner Vorsorge hat. Auch hier heisst es wieder, Reglement anschauen, wenn man das plant. Weil es gibt Pensionskassen, die sehen dann vor, dass wenn man zu viel Kapital drin hat, weil man eben zwar frühe Pension eingekauft hat, aber nachher gleich nicht in die frühe Pension gegangen ist, dass das, was man weiter einkauft, zwischen frühe Pensionsdatum und ordentlicher Pensionierung, dass das einfach in der Pensionskasse bleibt. Also da ist auch wieder wichtig, dass man sauber abklärt, bevor man eine solche frühe Pension einkauft. So, das ist es so ein bisschen zu der zweiten Säule. Ich weiss, es sind sehr viele Informationen, sehr viele Zahlen, aber wir haben schon darauf hingewiesen, dass laufend Sie Fragen stellen können und die von unseren Profis beantwortet werden. Jetzt kommen wir noch zu der dritten Säule, zu der privaten Vorsorge. Wir haben die Säule 3a, die wir vor allem anschauen. Wenn Sie selbstständiger werden sind und keiner zweiten Säule angehören, dann dürfen Sie maximum 20% von Ihrem Erwerbseinkommen in die dritte Säule einzahlen, aber höchstens 34'416 Franken pro Jahr. Wenn Sie schon in der zweiten Säule, also in der Pensionskasse, versichert sind, dann dürfen Sie nur die sogenannte kleine Säule 3a machen. Das ist 5-mal weniger, nämlich 6'883. Die Einzahlungen in die dritte Säule sind steuerlich abzugsfähig und es gibt sie als Bank oder als Versicherungslösung. Bei der Banklösung sind Sie flexibler. Dann können Sie auch mal sagen, jetzt zahle ich mal nichts ein oder ich zahle auch mal die Hälfte ein, wenn es finanziell nicht drin liegt. Wenn Sie eine Versicherungslösung haben, dann müssen Sie halt jedes Jahr den Betrag, der die Versicherungsprämie ist, einzahlen und Sie können nicht einfach unterbrechen. Darum kann es auch eine gute Lösung sein, zu sagen, alles, was ich brauche an Risikoleistungen, zum Beispiel eine Invalidenrente oder ein Todesfallkapital, tue ich über eine Säule 3a bei der Versicherung machen und alles, was ich zusätzlich noch sparen will, tue ich auf einem Bankkonto machen. Und da ist es wichtig nachher für die steuerlichen Aspekte, wenn wir die Gelder dort beziehen, dass man eben mehrere Konti oder mehrere Policen hat. Weil ein Konto, das Sie beziehen, müssen Sie immer das ganze Konto auf einmal nehmen. Sie können nicht einfach sagen, wenn Sie auf einem Konto 100'000 haben, ja, jetzt nehme ich auf 50'000, dass es mich ein bisschen weniger Steuern kostet. Sie müssen immer das ganze Konto aufs Mal beziehen.
Und da sind wir eigentlich auch schon bei den steuerlichen Aspekten. Auf was müssen wir jetzt genau schauen? Wir haben eine erste Säule, eine zweite Säule, eine dritte Säule. Wie können wir hier unsere Steuern noch etwas optimieren? Man muss wissen, dass AHV und Pensionskassenrente immer zu 100% im Einkommen zu versteuern sind. Wenn Sie eine Pensionskasse Kapitalbezug machen oder eine Säule 3a-Löhne auszahlen, wird das Kapital getrennt vom übrigen Einkommen zu einem reduzierten Satz besteuert. Beim Bund ist das ein Fünftel vom normalen Satz und beim Kanton Luzern ist es aktuell ein Drittel vom ordentlichen Tarif. Auszahlungen von zweiter und dritter Säule, die im gleichen Jahr kommen, werden für die Besteuerung zusammengerechnet. Das heisst, sie haben eine höhere Progression. Und darum muss man immer schauen, dass man die Vorsorgegelder im Zweit- und Drittsäulenbereich gestaffelt dort beziehen. Auch wenn Sie als Ehepaar Vorsorgegelder beziehen, sie werden immer gemeinsam besteuert, ist es wichtig, dass wenn jetzt zum Beispiel die Frau einen BVG-Kapitalbezug macht und der Mann noch eine Säule 3a hat, dass man die nicht im gleichen Jahr nimmt, sondern dass man die eben auf separate Jahre verteilt, weil sonst für die Progression in den Besteuerungen auch wieder zusammengerechnet wird. Also Auszahlung, ganz wichtig, immer auf mehrere Jahre verteilen. Und das lohnt sich da, eine saubere Planung zu machen, vielleicht auch mal einen Profi beizuziehen, der Ihnen die Staffelung von diesen Vorsorgegeldern optimal aufzeigen kann. Säule 3a-Gelder kann ich frühestens 5 Jahre vor ordentlicher Pensionierung beziehen, spätestens bis 5 Jahre nach der Pensionierung, wenn ich noch hier weiter arbeite. Also solange ich noch ein Erwerbseinkommen habe, zum Beispiel bis ins Alter 67 oder eben Maximum 70, kann ich noch Säule 3a einzahlen und dann kann ich auch noch bis dann Säule 3a-Gelder beziehen. Wenn ich aber die Erwerbstätigkeit jetzt als Frau mit 64 aufgebe, muss ich spätestens dann alle meine Säule 3a-Konti bezogen haben. Dann gibt es hier noch einen speziellen Punkt. Wenn Sie jetzt sagen, ich gehe in die Frühpension, wenn zum Beispiel mit 56 mich schon früh pensionieren, das wäre natürlich nicht schlecht, wenn man das kann. Aber es gibt so eine Regelung, die sagt, wenn man vor dem frühestmöglichen Pensionsalter, das im Pensionskassenreglement steht, und das ist bei vielen Pensionskassen Alter 58, wenn ich also vor dem 58. Jahr, Altersjahr, in Pension gehe, dann ist das noch Freizügigkeitsguthaben. Und dann darf ich das Kapital auf 2 verschiedene Vorsorgeeinrichtungen splitten. Sobald ich das 58. Altersjahr erreicht habe oder eben das frühestmögliche Pensionsalter gemäss Vorsorgereglement, ist es Altersguthaben und dann habe ich die Möglichkeit, nicht mehr das Geld auf 2 Vorsorgeeinrichtungen aufzusplitten. Das wäre auch noch so ein Punkt, wenn jemand jetzt wirklich sich eine so eine frühe Pension leisten kann, wo man sagt, ich schaue, dass ich das Geld splitte auf 2 verschiedene Konti und das nochmal Steuern sparen kann. Auch hier ist natürlich wichtig, diese Vorsorgegelder müssen bis spätestens 70 bezogen sein auf der Freizügigkeitskonti. Das ist aktuell noch 70, wird aber abkorrigiert werden, auch auf 65, damit es gleich ist wie bei der Säule 3a. Gut, das sind meine Ausführungen soweit gesehen zu den ersten, zweiten und dritten Säulen. Und jetzt machen wir noch einen kurzen Ausblick miteinander zu der AHV und zu der BVG-Reform. Wir haben die Rentenreform 2020 an der Urne abgelehnt, wo wir AHV und BVG im gleichen Päckchen wollten reformieren. Wir wissen alle, die Leute werden immer älter. Wir haben Lücken in der AHV vor allem und heute eben auch in der Pensionskasse. Vorgesehen ist, dass das Rentenalter der Frauen auf 65 erhöht werden soll, und zwar über 4 Jahre, schrittweise von 64 auf 65. Dann soll man einen flexiblen Rentenbezug machen, Alter 63 bis 70.
schrittweise möglich. Also man kann dann irgendwie sagen, von wann weg als man seine Rente oder Teilrente möchte abrufen. Wenn man weiterarbeitet, kann man Lücken in der AHV schließen und man kann auch noch zusätzliches Kapital einzahlen, wo noch rentenbildend ist. Wir haben ja mal gehört am Anfang von meinem Referat, dass wenn wir jetzt weiter schaffen, nach dem Pensionsalter, dass dann das nicht mehr rentenbildend ist und das nicht mehr aufs eigene Konto geht. Damit wir aber unsere Lücken, die wir in der AHV schliessen können, ist der Vorschlag, dass wir die Mehrwertsteuer, die wir ja vor 2 Jahren von 8% auf 7,7% abgenommen haben, wiederum um 0,3% erhöhen, wieder auf 8%. Die Vorlage von der AHV-Reform 21 wird jetzt gerade im Nationalrat behandelt und geplant ist, dass sie seit auf den 1.1.2022 umgesetzt werden. Dann haben wir noch die BVG-Reform 21. Das habe ich auch schon angesprochen, der sogenannte Umwandlungssatz, der sollte gesenkt werden von 6,8 auf 6%. Und damit dann die Leute, die jetzt plötzlich in die Kürzung hineinkommen, die eben nicht mehr 6,8% Umwandlungssatz haben, sondern nur noch 6%. Also bei einem Kapital von 100'000 hätte ich 6'800 Renten bekommen pro Jahr und käme jetzt plötzlich nur noch 6'000 über. Die Leute sollen dann während 15 Jahren gestaffelt 100 oder 200 Franken mehr Renten bekommen pro Monat, um das Ganze abfedern, dass das nicht so auf einen Klapp von 6,8 auf 6% geht. Dann wollen wir auch den sogenannten Koordinationsabzug halbieren. Also der Teil, der eigentlich aus der ersten Säule raus schon kommt, wie wir gehört haben, anfangs vom Referat, den wollen wir auch halbieren, dass der versicherte Lohn höher wird. Und zudem wollen wir die Altersgutschriften anpassen. Die sind ja heute 17, 15 und 18%, je nach Alter. Da wollen wir das auch etwas abfedern. Und zwar ist es so, dass man jetzt, je älter als man ist, desto mehr Beiträge zahlt. Und das ist auch manchmal das Problem, dass dann halt die Arbeitgeber gerade ältere Mitarbeiter nicht so gerne einstellen, weil sie mehr kosten. Und da hat man gesagt, dann muss man auch entgegenwirken. Wir wollen die Altersgutschriften von 45 bis 65 gleich hoch machen. Diese Reform die hat das Parlament noch nicht behandelt, aber da hat man eigentlich auch das Gefühl, dass die Umsetzung sollte im Jänner 2022 oder im Jahr 2022 passieren. So, und jetzt ganz zum Schluss noch ein paar Empfehlungen von mir. Planen Sie frühzeitig. Planen Sie mehrere Säulen-3a-Konti machen für sich und für Ihre Partner. Und stellen Sie einen Finanzplan erstellen. Schauen Sie mal, welche Variante ist für Sie steuerlich, aber auch auf Pensionierung ausgesehen, auf das höhere Alter raus, die optimale. Und erstellen Sie mal für sich ein Budget von Ihren Lebenshaltungskosten. Wenn ich eine Planung mache mit einem Kunden, ist immer meine erste Frage, was sind Ihre Ziele und Wünsche? Was wollen Sie denn zur Verfügung haben im Alter? Also das heisst, wenn Sie eine gute Planung machen wollen, müssen Sie ein bisschen Vorarbeit leisten. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen haben Sie laufend dürfen stellen. Herzlichen Dank. Ich übergebe das Wort jetzt meiner Nachfolgerin, in der Carol Müller von der Entlebucher Bank, die Ihnen noch einen Einblick geben wird, wie die Vorsorge bei der Entlebucher Bank umgesetzt wird. Dankeschön. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Sie nach all diesen wertvollen Informationen von der Maria Kurme ganz viele Fragen im Kopf haben. Ja, vielleicht sogar mehr Fragen als um 7 Uhr. Ja, wann werden so meine Vorsorgegelder ausgezahlt? Wann muss ich jetzt da meine AHV anmelden?
was soll ich echt jetzt? Soll ich jetzt das Kapital bei der Pensionskasse nehmen? Ist es die Rente? Oder doch eine Mischform, haben wir auch gehört. Ja, und welche Steueroptimierungen kann ich vornehmen? Ist es bei mir auch so noch gut, wenn ich einen Einkauf tue, tätig? Ja, bis wann kann ich jetzt so das machen? Ja, wie geht es bei mir weiter? Fragen über Fragen. Aber es ist auch gut so. Nein, es soll sogar so sein. Mein Name ist Caron Müller und ich arbeite als Kundenberaterin auf der Bankstelle Malters. Beraterin, lasst mich kurz den Duden zitieren. Berater ist jemand, der jemandem berufsmässig einen Rat gibt. Und in diesem Sinn möchte ich Ihnen heute Abend einen Rat oder besser gesagt noch ein paar Tipps geben, wie wir Entlebucher Bank zusammen mit dem Gewerbetreuhand Ihre offenen Fragen klären können. Ja, ihr kommt hier so ein schönes, umfassendes Dossier über, das ganz viele Zahlen, Darstellungen, Informationen über. Und ihr kommt das über, geht heim und nehmt euch sicher vor, dass ihr das daheim noch einmal gut durchlesen und studieren wollt. Und ich will Ihnen jetzt nichts unterstellen, aber die Chance ist schon gross, dass das Dossier wo landet? In der Schublade. Ja, aber nein, keine Angst, so einfach machen wir es Ihnen nicht. Wir haben zusammen mit dem Gewerbetreuhand einen vierstufigen Pensionsplanungsprozess entwickelt. Das Ziel dieser Pensionsplanung ist ein ganz konkreter Massnahmenplan, quasi so eine Ämtliliste für euren Kundenberater bei der Entlebucher Bank auszuarbeiten. Ich nehme jetzt gerade als Beispiel Maria Kurme vom Gewerbetreuhand und Caron Müller, also ich von der Entlebucher Bank. Das können aber auch andere Personen vom Gewerbetreuhand oder von der Entlebucher Bank sein. Alles fängt mit einem Erstgespräch an. Das Erstgespräch wäre jetzt eben Maria Kurme dabei und Caron Müller. Das Gespräch ist immer auf der Bankstelle, wo ihr daheim tätig seid. Das Erstgespräch ist unverbindlich und kostenlos. Ihr könnt wirklich mal eure Ausgangslage, eure Fragen, eure Wünsche anbringen. Da vielleicht noch eine kleine Klammer auf. Vielleicht sieht man auch mal an diesem Erstgespräch, dass ihr gar nicht so eine umfassende Beratung braucht. Dann gibt es noch eine abgespeckte Variante, die wir aus Entlebucher selber machen. Aber eben, das kann man abends wirklich gerade im Erstgespräch miteinander zusammen anschauen. Klammern zu. Ja, und nachher tut man die Präsentation präsentieren und besprechen. Das ist wieder vor Ort mit der Maria Kurme zusammen und mit der Caron Müller. Jetzt sind wir da, glaube ich, ein bisschen hergerutscht. So, sind wir wieder am richtigen Ort. Entschuldigung. Ja, es wird wirklich wieder auf dieser Bankstelle präsentiert, wo ihr daheim seid. Und nachher ganz wichtig, die Umsetzung und die Überwachung macht euren Kundenberater für euch. Er ist verantwortlich, dass wirklich Termine eingehalten werden und dass auch kein Termin mehr verpasst wird. Ja, jetzt könnt ihr euch denken, ja, mal einen Termin zu verpassen, das ist jetzt auch nicht so tragisch. Aber wir sehen nachher, dass es halt gleich noch gravierende Auswirkungen haben kann, wenn man mal so einen Termin verpasst. Doch euch nimmt es jetzt sicher mal zuerst Wunder, wie so ein Massnahmenplan aussieht. In diesem Plan ist ersichtlich, wenn was gemacht werden muss. Und eben, wer das macht, aber das wäre jetzt in eurem Fall der Kundenberater. Wenn zum Beispiel eine dritte Säule ausgezahlt wird von euch, dann, wenn ihr jetzt eben eure AV-Rente anmelden müsst, oder dann habt ihr noch bei den Basler eine Lebensversicherung, wenn wird jetzt auch die
auszahlt, der hat vielleicht die Planung ergeben, die ihr erstellt habt oder erstellen habt, dass ein Viertel von der Pensionskasse aus Kapital zu beziehen am sinnvollsten für euch ist. Ja, bis wann muss ich jetzt das Kapital, also den Kapitalbezug anmelden, damit das sicher noch rein mag? Ja, es können auch weitere Sachen in diesem Plan stehen, wie zum Beispiel, dass man noch Anfall Nichterwerbstätigkeitsbeiträge einzahlen muss, damit man nicht einmal gekürzte AHV-Renten bekommt. Oder muss ich echt allenfalls noch eine Hypothek amortisieren? Ja, man hört doch immer etwas von dem. Ja, so ist wirklich ersichtlich, was, wenn muss gemacht werden. Und was ist jetzt der Mehrwert von so einem Massnahmenplan? Ja, ihr habt wirklich während der ganzen Pensionsphase den gleichen Ansprechpartner. Und da möchte ich noch ein bisschen ausholen. Eine Pensionsphase, die fängt halt schon bei 55 an oder ja, rund 55 an. Man denkt sich immer so ein bisschen, ja, das tun wir jetzt noch ein bisschen auf die längere Bahn schieben. Das ist jetzt noch, ja, warten wir noch ein bisschen. Aber tun Sie frühzeitig anfangen, damit Sie sicher da nicht irgendeinen plötzlichen Termin verpassen. Ja, so haben Sie wirklich immer den gleichen Ansprechpartner, wie gesagt. Und es ist halt schon so, dass viele Fragen erst im eigentlichen Prozess oder wenn ihr erst im eigentlichen Prozess seid, aufkommen. Und es ist schon sehr gäbig, wenn man schnell jemanden fragen kann. Ich kann da nur aus Erfahrung reden. Also, nein, ich bin noch nicht im Pensionsalter und so viele Verjüngungsoperationen habe ich auch nicht gemacht. Aber ich bin zweifach Mami seit 2018 bzw. 2019. Und eben, das ist schon praktisch, wenn man schnell fragen kann, du, wie ist das oder wie sollen wir das machen? Und man ist auch immer in regelmäßigen Kontakt, wenn man auch mal irgendwie nicht gerade weiss, wie ein Formular ausgefüllt werden muss. Dann ändert vielleicht mal ihre Lebensumstände. Könnte man unter Umständen auch gerade die ganze Planung schubladisieren. Aber nein, wir sind da für euch da und stehen so zu ihrer Seite. Also wir sind da wirklich flexibel. Und jetzt eben noch einmal auf die Termine zurückzukommen. Wir haben vorher schon gesagt, der Kundenberater tut wirklich Termine für euch überwachen. Also er schaut, dass ihr keinen Termin mehr mit, also vergessen. Und eben, jetzt möchte ich Ihnen wirklich mal zeigen, dass ihr, glaube ich, auch nicht den Termin verpassen wollt. Ja, welche Folgen das es haben kann. Auf dieser Folie ist abgebildet, dass man jährlich auf die dritte Säule einzahlen kann. Das kann mal etwas mehr oder das kann mal etwas weniger sein. Bei diesem Beispiel auf dieser Folie ist man jetzt in einer zweiten Säule angeschlossen. Da kann man einfach momentan die Maximum, wie wir schon gehört haben, 6.883 einzahlen. Und was ihr auch schon gehört habt, dass man eben die Gelder gestaffelt beziehen. Das ist halt auch ein Vorteil, den wir Banken gegenüber Versicherungen haben. Denn bei der Versicherung ist es halt von Anfang an, ja, wenn ihr Policen abschließt, weiss man nachher, wenn die entsprechenden Gelder auch ausgezahlt werden. Ja, jetzt frage ich euch sicher auch wieder, ja, wie geht das bei mir? Welche steuerliche Auswirkungen hat das bei mir? Aber wir unterstützen sie wirklich da auch gerne unterstützen. Ob ihr jetzt noch mehr Konten eröffnen oder ob es gar keinen Sinn mehr macht. Also, da tun wir sie auch sehr gerne dabei unterstützen. Machen wir noch ein Beispiel zu dem. Wir haben den Hans Muster, der wohnt in Schöpfen und ist verheiratet. Und er hat sich ein 3-Jahr-Guthaben von 150'000 Franken angespart, die er aber wirklich auf 3 verschiedene Konten verteilt hat. Und jetzt sagen wir also, wir legen jetzt die zusammen oder wir nehmen jetzt wirklich die 150 gerade im gleichen Jahr miteinander, dann würde der Herr Muster 10'000 Franken Steuern zahlen. Wenn er jetzt aber das eine Konto von 50'000 das Jahr nimmt, das andere im 22 und das dritte Konto im 23, also wirklich pro Jahr 50'000 Franken beziehen,
würde er fast 5'000 Franken zahlen. Da in diesem Beispiel hat sich es jetzt gerade halbiert, das ist nicht immer so, aber man sieht doch, es ist nicht einfach nichts. Und ich glaube, so möchtet ihr auch keinen Termin mehr verpassen. Ja, und getreu dem anonymen Pensionsplanen, wo Steuern so beschrieben hat, steuern heisst steuern, wenn man sie steuern kann. Also es ist nichts Illegales, sondern lediglich eine saubere, vorausschauende Optimierung. Ein weiteres Thema, wenn es Richtung Pensionierung geht, sind die Verlängerungen von Hypotheken. Also es ist nicht so, dass ihr erst mit solchen Sachen konfrontiert werdet, aber wenn ihr im Pensionsplanungsprozess euch schon befindet, dann ist es einfach so, dass der vielleicht noch der ein oder andere Aspekt mehr Leute reinfließen lässt, wenn ihr nachher Hypotheken erneuert. Machen wir doch da auch ein Beispiel. Wir haben wieder den Herr Muster. Er hat ein Einfamilienhaus, das 700'000 Franken wert hat und noch eine Hypothek von 500'000, die jetzt dieses Jahr fällig wird. Dann weiss er anhand von seiner Pensionsplanung, dass ihm 50'000 Säulen 3-Jahr-Guthaben im 25 ausgezahlt werden und im 26 nur 80'000 aus der dritten Säule kommt. Und dass er sich eigentlich jetzt so gemäss Planung im 27. pensionieren lässt. Jetzt sind folgende Überlegungen relevant, die ihr einfließen solltet. Die Hypothek darf bei der Pensionierung noch maximal 66% sein. Es ist auch darauf zu schauen, dass eben die Fälligkeiten dieser Hypotheken allenfalls auf ein Jahr festgelegt werden, wenn die entsprechenden Vorsorgegelder ausgezahlt werden. Ja, was heisst jetzt das konkret? Variante schlecht. Also so würde ich es jetzt nicht unbedingt machen. Man sagt sich vielleicht, komm, machen wir doch 10 Jahre fest, fixieren das, wir haben Sicherheit, wir können von diesen tiefen Zinsen profitieren und ich muss mich jetzt in den nächsten 10 Jahren nicht mehr um das kümmern, ich habe jetzt genug andere Sachen noch zu machen. Also, 10 Jahre fest, 500'000 im Verfall im 31. Normalerweise ist es so, dass man eben ab dieser Pension, wie wir gesagt haben, nur noch eine erste Hypothek haben, also eben die 66%. Das würde jetzt in unserem Beispiel heissen, dass man 700'000 mal die 66'000, also nur noch 462'000 Franken Hypothek dürfte haben. Ja, und so müssen wir die Hypothek um 38 amortisieren. Das heisst, 500'000 minus die 462'000. So wäre es aufgrund der Belehnung gut. Die Tragbarkeit haben wir da jetzt aber noch nicht berücksichtigt. Die Maria Kurme hat euch erläutert, was die AV-Renten momentan sind. Von der Zukunft reden wir schon gar nicht. Also man kann davon ausgehen, dass die ordentlichen Renten tiefer sind als euer heutiges Einkommen. Ja, zu der AV-Rente, die wir gehört haben, kommt ja noch die Pensionskassenrente, wenn man in einer Pensionskasse angegliedert ist und allenfalls noch eine sogenannte Vermögensverzehr. Zu diesem Vermögensverzehr komme ich dann später noch dazu. Darum kann es sein, dass aufgrund der Tragbarkeit noch mehr muss amortisiert werden, damit die Tragbarkeit im Alter wirklich gegeben ist. Ja, und wie ihr sicher auch wisst, ist auf einer Festhypothek grundsätzlich keine Möglichkeit zu amortisieren. Also das würde jetzt eigentlich in unserem Fall schlimmstenfalls heissen, dass wir eine Strafgebühr, also eine Ausstiegsentschädigung oder auch Penalty genannt, auf die 38'000 müsste zahlen. Und ja, das wollen wir glaube ich definitiv nicht. Es ist jetzt auch mal so eine einfache Milchbüchli-Rechnung. Ich sage mal, die Klientin findet da ja eigentlich immer eine Lösung. Ja, wie würden wir es jetzt besser machen? Wir haben die gleiche Ausgangslage, wir haben eine Hypothek zu erneuern von 500'000. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir je Hypothek eben fällig machen, wenn die dritte Säule ausgezahlt werden.
Also zum Beispiel 150'000, 4 Jahre fest, bis ins 25. Dann werden ja die 50'000 ausgezahlt. Von der dritten Säule haben wir gesagt, dann würden wir die 50'000 nehmen und die Hypothek auf 100'000 amortisieren. Dann sagen wir, machen wir noch 180'000er Tranche, 5 Jahre fest. Also das ist in 26, wo diese 80'000 von der dritten Säule ausgezahlt werden. Dann könnten wir auch so die Vorsorgegelder nehmen, die 80'000, und nachher die Hypothek auf 100'000 amortisieren. So haben wir nachher im 26 auch nur noch 100'000 zu erneuern. Und was wir da auch einfließen müssen, ist so, dass man eine Festhypothek immer 100'000 Franken haben muss, mindestens. Und sonst geht man hier in eine variable Hypothek hinein. Und da hat momentan nicht mehr so grosses Interesse, eine variable Hypothek zu machen, weil ja, die ist ja bei 2,5%. Gut, damit wir die 500'000 Hypothek haben, müssen wir ja noch 170'000 erneuern. Und das kann man ja dann 10 Jahre festmachen. Die 170'000 ist auch dann nach der Pension problemlos tragbar. Also zusammengefasst haben wir nachher noch zweimal je 100'000 plus die 170'000. Das heisst, wir haben noch 370'000 Franken Hypothek nach der Pensionierung. Und wir haben gesagt, aufgrund der Belehnung dürfen wir bei Maximum 462 sein. Also wäre das ein gangbarer Weg. Ja, Geld macht doch glücklich, aber es beunruhigt den Onkel Dagobert auch. Wir aus Entlebucher Bank wollen verhindern, dass es euch da gleich geht. Wir haben heute Abend darüber geredet, dass es eben die Möglichkeit gibt, Pensionskassen aus Kapital zu beziehen. Wir wissen, dass alle Vorsorgegelder bis zur Pension auch ausgezahlt werden. Ja, und was machen wir jetzt mit dem Geld? Wie wir gehört haben, kann man auch als Hypotheken amortisieren und mit dem Rest aufs Konto. Gibt nicht mehr so viel Zins auf diesen Konten. Ja, wir wären für euch da wirklich eurem Risikoprofil abgestimmte Anlagen für euch zu tätigen. Natürlich immer im Hinblick Rendite versus Sicherheit. Und es gibt da ganze Haufen Anlagen, die wir Ihnen da sehr gerne persönlich zeigen. Zum Schluss noch einen kleinen Tipp. Wir haben eben davon gehabt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Teil von der Pensionskasse aus Kapital beziehen und den anderen Teil aus Rente nimmt. Jetzt ist es vielleicht so, dass die Rente nicht ganz reicht, um die laufenden Kosten zu zahlen. So wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man einen Dauerauftrag macht vom bezogenen Geld auf euer laufendes Konto. Und das kann man monatlichweise, also jeden Monat, so übertragen. Und dann reden wir eben von einem sogenannten Vermögensverzehr. Könnt ihr euch noch an Anfang von meinem kleinen Vortrag erinnern? Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie wahrscheinlich ganz viele Fragen in Ihrem Kopf haben und dass auch gut so sei. Ich hoffe, ich kann Ihnen ein bisschen aufzeigen, wie wir das Gewerbetreuhand und die Entlebucher Bank zusammen können, ja, eure Fragen beantworten und das mit einer Planung. Freuen Sie sich aber nicht gleich. Und ich hoffe, dass ihr ganz gleich wieder ganz viele Fragen in eurem Kopf habt, nämlich was ihr nach eurer Pensionsplanung machen wollt. Ja, vielleicht wollt ihr reisen, nach Corona natürlich, oder die Welt entdecken, sofern das wieder mal möglich ist, mit oder ohne Impfung. Müsst ihr ein neues oder ein anderes Auto haben, ihr wollt vielleicht aus dem Einfamilienhaus ein Generationenhaus machen, oder vielleicht einfach wieder ein bisschen mehr Zeit mit deinen Grosskindern verbringen. Ganz egal, aber mit der Planung des Gewerbetreuhand und der Entlebucher Bank könnt ihr euch wieder auf die wirklich wichtigen Sachen im Leben fokussieren. Ja, in diesem Zusammenhang danke ich Ihnen herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und ich tue gerne noch einmal darauf hinweisen, stellt euch eure Fragen in eurem Chat.
und übergebe nachher gerne jetzt im anderen dahinter Verschlusswort. Ja, nicht ganz eine einfache Materie. Ich hoffe, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben Ihre Erwartungen an unsere Veranstaltung, die wir gemeinsam mit den Gewerbetreuhanden durchführen können und die Händli-Bucher-Bank erfüllen können. Es ist wirklich, wie ich gesagt habe, eine relativ taffe Materie. Und ich denke, dazu braucht es wahrscheinlich einfach gewisse Spezialisten. Wenn man denkt, man es ausbauen tut, macht man es auch nicht ganz allein, sondern man braucht doch gewisse Leute, die eine Haufen Erfahrung haben. Und ich denke, da, in diesem Bereich Pensionsplanung ist es etwas ähnlich. Man braucht einfach gewisse Spezialisten, obwohl man vielleicht mehr oder weniger Wissen hat, sei es Anlagen usw. Und ich denke, ganz, ganz wichtig ist auch, dass man rechtzeitig anfängt zu planen. Karol Müller und Maria Kurme haben es verschiedentlich gesagt, da ist eine Frist und diesen Ort muss man schauen, da 5 Jahre, da 3 Jahre, da 2 Jahre. Also muss wirklich rechtzeitig anfangen und sonst hat man dann irgendwo gewisse Stolpersteine, die man dann nachher nicht gut überwinden kann. Was ich auch wichtig finde, ist, dass man vorausdenken tut und vorausdenken tut sich wirklich lohnen. Nicht, dass man jetzt gerade in Aktionismus verfallen, das wäre auch nicht ganz richtig, aber Fakt ist doch, wir werden alt. Tag älter, das heisst, der 65. 64. Geburtstag kommt halt irgendwo Alltag ein bisschen näher. Und das muss man einfach im ganzen Innen ein bisschen berücksichtigen. Und statistisch gesehen, sagt man ja, rund 20 Jahre ist es eine durchschnittliche Lebenserwartung, die man hat nach der Pensionierung. Und wenn man schaut, 20 Jahre ist doch relativ eine lange Zeit. Man denkt ja, 20 Jahre. Was hat man zwischen 20 und 40 gemacht? Was hat man zwischen 40 und 60 gemacht? Wenn man sich das mal in den Kopf lassen kann, ist eine relativ lange Zeit. Und diese Zeit hat man doch nachher können, relativ sorglos genießen. Ich fordere Sie auf, nehmen Sie Kontakt auf mit Ihren Kundenberaterinnen und Beratern, sei es auf unserer Bank, sei es bei der Gewerbetreuhand. Stellen Sie die Fragen, es gibt sicher noch offene Fragen, die Sie haben. Wir sind wirklich für Sie da und probieren gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Mir ist gerade gesagt worden, dass der Film, der ganze Film von heute, der wird spätestens morgen auf den Homepages aufgeschaltet werden. Auf bei beiden Firmen. Da können Sie noch ein Revue passieren, Sie können noch spulen. Absolut problemlos. Jetzt bleibt mir noch Danke zu sagen. Ganz herzlichen Dank Sie, liebe Teilnehmende, dass Sie Zeit genommen haben. Ganz herzlichen Dank natürlich auch an die Referentin, mehr Frauenpower heute. Das ist Maria Kurme von der Gewerbetreuhand und dann Karol Müller von der Klientin Sendli-Bucher Bank. Wir freuen uns wirklich, dass wir Sie dürfen in diesem Prozess von der Pensionsplanung zusammen begleiten. Gut, normalerweise zu diesem Zeitpunkt, da wir aber einladen zum Apéro, im hinteren Teil vom Adlersaal. Bis jetzt haben wir die Veranstaltungen immer im Adlersaal in Schöpfen gemacht. Und jetzt heute zuerst mal mit einem Webinar. Und was ich gehört habe, technisch hat das Ivan Frey funktioniert. Da sind wir immer so ein bisschen nicht ganz sicher gewesen, weil es das erste Mal ist, aber es hat sehr gut funktioniert. Jetzt haben wir gesagt, okay, ein Apéro können wir nicht machen. Schade, wir können nicht miteinander anstoßen. Und dann haben wir ein bisschen die Köpfe zusammengestreckt und gesagt, okay, wir machen das mit einem Apéro-Box. Ich hoffe schwer, logistisch hat das geklappt mit der Post. Das ist ja nicht immer ganz so einfach. Ich hoffe, dass Sie alle zusammen eine Apéro-Box bekommen haben. Das brauchen wir nicht mehr, aber vielleicht haben Sie das eine oder andere schon gegessen und genossen. Es sind ein paar Sachen von der Biosphäre. Ich dachte, das könnte noch ideal sein, entweder für heute Abend oder vielleicht haben Sie es wirklich schon geniessen können. Gut, jetzt anstoßen können wir es leider nicht offiziell miteinander, aber wir dürfen es hier im Studio innen machen. Das bringt mir jetzt ein Bier und
Ich stosse an. Also zuerst stosse ich jetzt wirklich mal an auf eine ganz gute Gesundheit für uns und für Sie. Ich denke, in der jetzigen Zeit umso wichtiger, dass wir wirklich gesund bleiben können. Dann stossen wir an auf spannende Zeit, jetzt bis 65, 64, für Sie alle zusammen. Und ganz sicher für eine sorglose Zeit nach 65, nach 64. Das stossen wir jetzt an. Gesundheit.